Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL Ultimate Team. Wir spielen heute mal wieder Legends, denn ich hätte gerne Steve Smith Senior. Es gibt auch Ricky Jackson, habe ich gerade gesehen. Ricky Jackson ist von den Saints, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben von den Saints niemanden und wir haben von den Panthers eigentlich auch niemanden. Deswegen aber trotzdem Steve Smith Senior, eine absolute Legende für mich. Richtig witziger Typ von Hard Knocks einfach. Deswegen möchte ich ihn gerne in der Mannschaft haben, deswegen spielen wir heute Legends. Score 3 plus Passing Touchdowns, das sollte doch möglich sein, oder? Wer sich daran erinnert an die Szene, also Cam Newton fragt, ob er jemanden in sein Fantasy-Football-Team aufstellen soll oder nicht. Genau, morgen gibt es eine kleine Pack-Opening-Folge, ja, Mini-Pack-Opening-Folge, mehr oder weniger, das Weekly-Pack, nachdem ich jetzt wieder zu Hause bin und wieder spielen kann. Genau, so, das sind nämlich die neuen Karten. Die müssen wir uns dann alle mal anschauen. Wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge. Win the game ist die Herausforderung. Score 3 plus Passing Touchdowns. Wir haben nämlich einen neuen Spieler, da steht er nämlich schon. Ryan Shazier. Und wir haben auch Derwin James geupgradet. Aber wie gesagt, alles erzähle ich euch dann morgen. So, jetzt fangen wir erstmal an hier. Gegen diese Wahnsinnsmannschaft. Und wir rennen damit Shazier einfach mal in der Mitte durch. Und jetzt haben wir da zwei, die das können. Und die killen McCaffrey da relativ früh an der 20. Richtig stark. Jetzt bin ich auch gespannt, ob die gleich mal spielen hier. Wenn ich hier Cover Two Man eingebe, sind sie nicht auf dem Platz. Zumindest einer nicht. James hinten ja mit 89. Oh, Preston Smith. McCaffrey kommt da gut nach vorne. 23 Yards. So, und jetzt probieren wir mal was anderes. Play Type. Man Coverage. Mit zwei Leuten. Funktioniert das? Nee, funktioniert noch nicht. Da steht Murray jetzt auf dem Feld. Und Preston Smith, jawohl. Funktioniert aber, dass wir ihn nur ein Yard nach vorne kommen lassen. Man Zone. Das sehe ich Ryan Shazier jetzt aber auch nicht. Oh mein Gott, McCaffrey. Wir müssen McCaffrey kriegen. Würde mich wundern, wenn sie, ja, sie versuchen es trotzdem zu rushen. Sagen sie, McCaffrey ist nämlich platt und dann geht es ein Yard zurück. Jack Youngblood zum Yardverlust. Wach bleiben, Jungs. Der Pass kommt. Und da ist der Pass. Und es ist, glaube ich, Eric Weddle gewesen, der ihn dann nicht ankommen lässt. Diesmal Eric Weddle hinten. Und da ist die Interception von Derwin James. Und es geht in die andere Richtung. Gleich hier kommt Steve Smith Senior. Unser erster Rush macht trotzdem Reggie Bush. Kennt die Panthers noch aus Zeiten der Saints, war dieselbe Division. First Down reicht aber nicht, sind 8 Yards. Jawohl, das ist ein Rush, der ein bisschen weiter geht. Oh! Wir müssen den ersten nur ein bisschen ins Leere jumpen. Zwei Rushes, 28 Yards von Reggie Bush. Er ist immer noch einer unserer besten Spieler, die wir haben. Ist einfach Fakt. Lockett spielt Wheel. Lockett Smith mit dem Viereck. Lockett unser Receiver, den wir erreichen wollen mit diesem Pass. Und der ist da komplett frei. Oh! Ja, fällt aber leider hin. Fast nicht so perfekt geworfen. Quickslants. Smith links, Fitzgerald rechts. Ihr wisst, wen wir jetzt anpassen wollen. Wir wollen Carolina mit ihren eigenen Leuten wehtun, aber das können wir nicht, weil er komplett gedeckt ist. Und das ist Lamar Jackson zum First Down für 14, 15 Yards. Wir nehmen das gleich mal nochmal.
Ein bisschen offensiver von den Panthers. Vielleicht klappt es jetzt. Jawohl, die gehen alle drauf. Und zwar richtig schön. Steve Smith Senior ist frei und macht den Touchdown. Ganz stark gemacht. Können wir unser Thumbnail gleich auswählen. Jackson mit einem schönen Pass. Und Senior mit dem perfekten Touchdown. Eigentlich der perfekten Uniform. Steht ihm richtig gut, das Blau-Gelb. Ich hoffe immer noch, dass jetzt irgendwann mal die Color Rush Uniforms rauskommen. 7-0. Ich würde mich gerne entweder in Royal Blue oder eigentlich lieber in Navy Blue spielen, tatsächlich. Aber mal schauen. Könnten nochmal die alten Trikots raushauen. Würde ich auch sofort das Navy nehmen. So. Und Kenneth Murray, das ist irre, was der macht. Under 18 stoppt er ihn. Gehen wir kurz festhalten. Under 18. Und Teddy Bridgewater darf dasselbe machen wie vorhin auch. Gegen dieselbe Aufstellung wie vorhin. Mal schauen, ob er diesmal besser damit zurechtkommt. Seine Offensive schafft zumindest mal 2 Yards nach vorne mit einem Run. Russell Okung als Offensive Lineman auf dem Feld. Witzige Anekdote, da er letztes Jahr bei den Chargers noch war. Oh, Donald kommt durch und Bridgewater ist down an der 10. Und es ist Jack Youngblood. 3. und 18. McCaffrey ist als Wide Receiver mit aufgestellt. Oh. Und er ist down, kommt nur 1 Yard nach vorne. Wir hätten ihn weiter hinten sacken können vor allem. 4. und 16, diesmal war es ein Satz mit X für die Offense der Carolina Panthers. Ball geht weit. Und hier ist Reggie Bush. Oh, schade. Dachte schon, dass ich damit durchmogeln kann. Wir stehen an der 47. 2 Minuten 17 auf der Uhr. 47 Yards Richtung Endzone. Und das ist ein irrer Touchdown. Das ist ein irrer Touchdown. Reggie Bush. 47-Yard Touchdown. Hier, Jackson kriegt ihn, weicht nach rechts aus. Und Achtung, hier ist Bush rechts im Bild, ganz rechts im Bild. Jetzt gerade vor Jackson, eigentlich schon am Verteidiger vorbei. Hier ist es spätestens der Fehler, dass er sich umdreht und von ihm weggeht. Jackson schmeißt ihn tief und Bush muss sich da ein bisschen strecken. Er hätte auch einfach normal weiterlaufen können, hätte er dann auch gekriegt. Also, boah, hat er Glück, dass er da nicht... Oh, Junge! Da passt aber kein Geldschein mehr hin, aufgestellt. Boah, dass er da in die Endzone reinkommt. Aber Touchdown ist Touchdown und das war ein Wahnsinnsball. Auf Reggie Bush. Und wir haben das 14:0. 2 von 3 Passing Touchdowns sind somit im Kasten. Somit brauchen wir in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch einen. Ich dachte mir, der Spielzug könnte mit Bush eigentlich ganz gut funktionieren. Und hier. Tada! Er funktioniert nicht nur gut, er funktioniert wahnsinnig gut. Wenn man halt einen Receiver hat, der das halt auch kann. Übrigens, ab heute kommen nochmal neue Karten dazu. Das habe ich, beziehungsweise am Wochenende kamen nochmal neue Karten dazu. Es gibt jetzt die Outsiders oder die müssen wir nachher nochmal genau durchlesen. Die könnten wir morgen theoretisch auch ziehen. Ich baggere immer noch an Vincent Jackson. Von den Coins her ist es aber relativ viel noch. Und natürlich gibt es dann auch noch den Austin Eckler mit 89, den ich natürlich auch gerne hätte. Dafür müssen wir aber dann natürlich Melvin Gordon ziehen lassen. Beziehungsweise nicht ziehen lassen, sondern erstmal nur auf die Ersatzbank stellen.
Gordon natürlich dann mit 86 ein bisschen schlechter als Eckler mit 89, klar. Und wie gesagt, oh, First Down incomplete! Ich würde sagen, es wäre ein First Down gewesen, was die da gehabt hätten. Derwin James hilft mit gegen Christian McCaffrey. McCaffrey gefällt mir aktuell hier besser als alle anderen Wide Receiver bisher von den Panthers. Shazier, hallo. Ryan Shazier boxt sich da den Weg richtig gut durch. Oh, schade. Hätten wir vielleicht außen ausweichen sollen. Wir starten diesmal an der 42. 1,45 diesmal noch auf der Uhr. Dritter Rushing oder dritter Passing-Touchdown. Oh mein Gott, das könnte einer werden, ja. Gleich mit drei Spielern theoretisch, wenn es gut läuft. Oh nein, sie lassen sich fallen. Ja, sie lassen sich fallen. Oh, Fumble ins Aus. Huiuiuiui. Deswegen dürfen wir den Spielzug nochmal spielen. 49, 51 Yards Touchdown wäre das jetzt, wenn wir das hinkriegen. Und wir kriegen ihn wieder hin. Dasselbe Spielzug. Die Panthers haben niemanden, mit dem sie Reggie Bush verteidigen können. Das ist natürlich bitter. 21-0 noch in der ersten Hälfte. McCaffrey an den zwei vorbei, kommt aber trotzdem nur zu 24. Spricht auch für die anderen Spieler, die da noch mitlaufen. Ist ja schon gut zu sehen, dass Ryan Shazier jetzt auch noch mithilft. Leicht vorbei. Boomer will es dran. Ich habe kurz nicht aufgepasst. Oh, schade, kriegt den letzten Moment noch weg. Und somit haben wir den First Down. Keine Team Standouts sind's. Die Karten, die ich vorhin meinte. Und Aaron Donald zurück zu 31. McCaffrey ist down. Dritter und 10 haben wir wieder. Dritter und 9 geben sie ihm. Bosa erwischt ihn! An der 30! Bosa erwischt ihn an der 30 und das ist glücklich für die Chargers. Der Running Block ist weg. Busch zu 50. Chargers mussten bisher nur einmal hinten anfangen. Und das war, als sie den Ball verloren haben. Und als es die Interception gab. Das war das einzigste Mal, dass die Chargers da hinten anfangen mussten. Und das ist der nächste lange Ball. Und diesmal ist es eine Interception für die Panthers. Und die starten an der 3. McCaffrey kommt nicht raus da hinten. Die Chargers riechen natürlich hier die Chance auf den Safety, ist doch ganz klar. Riecht doch jeder von uns hier diesen Safety. McCaffrey
zu 4. Das ist glücklich für McCaffrey. Das war gar nicht Caffrey. Da waren das gerade mit der 87. McCaffrey, wollte gerade sagen, und das geht zurück zur 3. Und da haben sie nicht viel Platz zum Punten. Müssen sie auch nicht mehr. Reggie Bush. Und auf geht's. Runde 2. Oh, schade. Schade, da kam noch einer. Zu 30 geht's. Bush drauf laufen. Das hat eh noch nicht viel gelaufen. Außer zum Touchdown. Das war ein klasse Run von ihm. Und hier kämpft er zu den nächsten 7 Yards. 3 Rushes, 35 Yards. Das ist aber auch gut. Hier kommt der nächste Rush für ein First Down von der 37 zu 43. Im Durchschnitt immer noch 10 Yards pro Rush. Jackson muss selber laufen. Ja, der Pass zu Lockett wäre auch nicht schlecht gewesen. First down Bush. Bush ist platt. 10 Yards werden es mindestens. Das ist auch der Fall. Todd Gurley jetzt im Backfield. Das könnte ein Fake sein für Lockett. Und das ist es auch. Lockett. Tyler Lockett. Und der ist schön durchgerutscht da. Ganz stark dieser Doppelte. Wunderschöne Haken. Beide wunderschön. Und somit ein Rush für 21 Yards von Tyler Lockett. So, Todd Gurley darf jetzt laufen. Mal schauen, wie der sich macht. Hat natürlich immer das mit Reggie Bush jetzt hier mitten vor sich stehen, natürlich krass ist. Alvin Kamara ist übrigens bei den Standouts auch dabei. Das wäre natürlich auch schön. Kamara ja letztes Jahr am Ende unser Quarterback gewesen. Bush übrigens jetzt wieder auf dem Feld. Das wissen die Panthers auch. Können ihn aber trotzdem... Oh, ganz schwer. Zu zweit müssen sie ihn stoppen. 3 Yards kommen dann nach vorne. 7 Rushes. 61 Yards für Reggie Bush. Oh, der kriegt ihn. Oh, aber nicht mehr drin. Schade. Hat er den Catch. 10 hat es aber nicht mehr gereicht. Will es Michael Vick versuchen? Aus 7 Yards Entfernung. Ja, er versucht es, Michael Vick. Und es ist sein erster Touchdown. Oder schon der zweite? Ich weiß es gar nicht. Ein Two-Point hat er mal gemacht, das weiß ich. Aber aus der Entfernung ist nicht zu probieren, wäre ein Witz gewesen. Wird das schon getackelt. McCaffrey kommt trotzdem nicht zur 25. Und das musst du der Defense lassen, dass sie ihn jedes Mal vor der 25 haben. Und das gegen den 88er. Das ist echt stark. Aber trotzdem. Bridgewater wird es wieder versuchen. Mit seinen Pässen. Lover. Da kommt der Pass zu McCaffrey. Incomplete. James macht ihm da das Leben schwer zum Glück. Incomplete, diesmal ist es Dre Bly. Incomplete. Intended for Mike Davis. It's third down.
Ich hätte ihn weggeschmissen, ich wollte es gerade sagen. Steht noch nicht bei der 10. Das sind 14 Yards Verlust. Damit haben wir 4. und 24. Und der Angriff hat genau 40 Sekunden knapp. Bisschen mehr als 40 Sekunden gedauert. Ja, 3,56 haben sie übernommen, oder? Ja, dann sind es jetzt 40 Sekunden. So, Busch hat da nicht viel Distanz zum Zurücklegen. Und deswegen kommt er hier auch bis zur 29-Yard-Linie. Und es ist natürlich in Touchdown-Nähe. Ist natürlich schlecht für die Panthers. Andererseits, Jackson wird sich auch nicht freuen. Der kriegt dann nämlich nicht viele Yards dazu. Und Lockett macht es aber gut, dass er sieht, okay, da hinten kommt einer. Ich biege gleich ab. Dass er dann natürlich dann nur 2 Yards kommt, ist ganz natürlich. Nächster Run, diesmal ist es Reggie Bush, der rennt. Und der kommt aber zur First-Down-Linie. Reicht aber nicht. 3. und Inches. Deswegen vermute ich mal, dass sie ins Wespennest versuchen, ins Wespennest zu stechen. Er ist drüber. 3 Yards, 9 und 72. 2-Minute Warning. Stechen mit Gurley, jawoll. 2 Rushes für 8 Yards, ist aber auch nicht viel für Gurley eigentlich. So, also Reggie Bush. First down under 4. Reicht der? Nein, reicht nicht. Oh! Zum Glück wirft er den weg. Einen Versuch haben wir noch. Gerade Smith ist nämlich in die andere Richtung gelaufen. Das war so nicht geplant. Ich wollte den Ball jetzt auch eher zu Busch spielen. Oh, und der ist zu hoch. Von Jackson. Wie viel Michael Vick ist es noch näher? Mit Glück! Haben wir ein Glück, dass das Tackling daneben geht? Und somit steht es 35-0 gegen die Carolina Panthers. Oh, McCaffrey weicht diesmal aus und hier, was sage ich? Er weicht dem Hauptblock aus und zack, kommt er zur 34. Und es ist schon auffallend, dass wenn jemand weiß, okay, ich kann dem Hauptblock ausweichen, plötzlich geht es 10 Jahre weiter erst davor. Er hat es davon nicht geschafft, im Hauptblock auszuweichen. Also Hauptblock meine ich jetzt in dem Fall Shazier und das ist eine schöne Interception von Eric Weddle. Blocks hat er auch, trotzdem Robbie Anderson. Schöne Interception von Weddle. Wir müssen einfach nur die Uhr zum Laufen bringen. Und das Game, wie gesagt, ist eigentlich schon durch. Oh mein Gott. Ja, das habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Bush Touchdown Nummer 4, glaube ich. Nein, Touchdown Nummer 2. Nummer 3 müsste es sein. Wir haben 7-2. Ne, das müsste doch 4 sein, kann das sein? Liege ich falsch? Nein, wir haben 6. Zweimal Vic, einmal Smith und dreimal Bush. So stimmt's. Sehr herausragend, muss man einfach mal sagen. Jetzt hat er einen Rushing Touchdown und auch noch 2 Passing Touchdowns.
Und auf der anderen Seite steht Christian McCaffrey. Hätte man verwechseln können. Von der Statistik her. Und trotzdem, jetzt wieder direkte Tackle von Murray. Und es geht nur zu 22. Vorhin weicht der Murray und Shazier aus. Und zack. Wie gesagt, kommen wir zu 34. Und dann merkt man nochmal, wie wichtig eigentlich Kenneth Murray ist, obwohl er nur unser zweiter Right Offensive Linebacker ist. Das ist Weddle. Lässt er den Pass ankommen, aber ansonsten geht da gar nichts nach vorne für die Panthers. Da kommt der Pass und der ist gefangen. Stark. Und hier ist das Spiel aus. 42-0 gewinnen die Chargers gegen die Carolina Panthers. Ich bin zufrieden. Return to Challenges passt. Passt. War das Bild von Adams gerade neu, aber er hat in Grün nicht gespielt. Meines Wissens. Steve Smith Senior. Ich wollte noch nachschauen, bei welchen Teams der gespielt hat. Vielleicht, wenn er auch bei anderen Teams auch noch war, könnten wir das vielleicht umbauen. Ja, können wir. Der gute Herr war nämlich noch bei den Baltimore Ravens. Und wenn ich das richtig sehe, und es ist richtig, dann wird er im Team bleiben. Und dann ist es auch ein Spieler, der durchaus Sinn macht, bei uns zu bleiben. Wie gesagt, uns fehlt nur ein bisschen das Training, was wir hier brauchen. Aber das passt. Steve Smith bleibt im Team. Müssen wir mal schauen, ob wir ihn vielleicht sogar aufstellen können. Oh, Master für 9000 Rushing Yards. Das ist natürlich bei uns ganz nice. Und dann schauen wir uns das morgen in der morgigen Folge mal ein bisschen genauer an. Da haben wir sowieso ein paar Karten zum Anschauen. Level 15 haben wir auch erreicht. Und dann passt es. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao, mein V. Wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Madden Ultimate Team 21. Ciao, mein V.